Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren neuen Video. Mein Name ist Mike und in diesem Video soll es darum gehen, ob Rette die Welt dieses Jahr noch kostenlos kommen wird oder nicht. Doch bevor das Video losgeht, Freunde, weiß ich, dass einige darauf gehypt sind oder sich freuen auf das neue kommende Gewinnspiel. Und zwar, Freunde, werde ich für euch einen Rette die Welt Code verlosen inklusive 1000 V-Bucks. Wichtig noch für euch, das Gewinnspiel bzw. die Teilnahme ist freiwillig, Freunde. Niemand wird hier gezwungen, dieses Video zu liken, zu kommentieren oder zu abonnieren. Aber wenn ihr wirklich teilnehmen wollt, dann bitte ich euch doch einen Kommentar zu verfassen, damit ein Gewinner dadurch ausgelost werden kann. Hier sind für euch nochmal die Gewinnspielteilnahmen. Hier zum Beispiel seid Abonnent des Kanals, um kein Video mehr zu verpassen. Dann liked das Video, wenn es euch wirklich gefällt. Ihr müsst natürlich nicht. Und schreibt einen Kommentar über dieses Video. Dies ist sehr wichtig, denn durch eure Kommentare wird der Gewinner ausgelost. Deshalb an dieser Stelle genug zum Gewinnspiel. Ich wünsche euch viel Glück an jeden, der teilnimmt. Fangen wir jetzt doch direkt an mit dem eigentlichen Video. Also Freunde, es geht um Rette die Welt, denn es wurde ja öfters mal ermittelt, beziehungsweise es wurde gesagt, dass Rette die Welt dieses Jahr noch kostenlos sein wird. Das wurde auch von Epic Games bestätigt. 2018 soll Rette die Welt auch kostenlos werden, allerdings ist noch kein fester Zeitpunkt offen. Was das genau bedeutet, heißt, dass keiner weiß, wann Rette die Welt ganz genau kostenlos wird. So, und jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, wo Gerüchte auftauchen. Das größte Gerücht, was momentan verbreitet wird, heißt, dass nur Steinwald gratis sein wird. Wir bekommen jeden Tag Nachrichten, auch auf unserem Wiz Army Discord Server, von Leuten, die hier die Meinung geigen wollen und sagen und behaupten, dass Steinwald dieses Jahr kostenlos sein wird, beziehungsweise Rette die Welt wird kostenlos, allerdings nur das Kapitel mit Steinwald. Und dann wird dieses Gerücht zu einer Frage mit, stimmt das denn? Natürlich muss Whiskey darauf eine Antwort geben und wieder die Antwort geben mit nein, weil ganz einfach, Freunde, es wurde noch gar nicht bestätigt, was für ein Kapitel oder welches Kapitel überhaupt eingeschränkt sein wird in Rette die Welt, wenn es kostenlos rauskommen wird. Ich kann euch aber in dem Punkt beruhigen, Epic Games hat auf jeden Fall zu 100% bestätigt, dass Rette die Welt noch 2018 kostenlos sein wird. Nur jedes Mal diese Frage zu beantworten oder wenn diese Gerüchte auftauchen mit, dass nur Steinwald kostenlos wird oder dass man zum Beispiel nur 3 Missionen spielen kann, das geht schon langsam auf den Sack. Aber wir wissen ganz genau, Freunde, es ist eigentlich ja auch logisch, dass es kleine Einschränkungen geben wird. Das hat ja Epic Games auch nicht verneint. Jedoch wird es keine Einschränkung geben, indem wir nur Steinwald bekommen und dann man zum Beispiel 30 oder 40 Euro nochmal zusätzlich zahlen muss, damit man komplett Rette die Welt spielen kann. Wäre Quatsch. Also so würde ich nicht mal selbst Epic Games einschätzen. Jedoch bin ich der Meinung, dass wenn Rette die Welt im Jahr 2018 kostenlos für uns rausgebracht wird, dass wir die Aufträge, wo wir V-Bucks verdienen können, wahrscheinlich aufgehoben sein wird. Beispielsweise eine Mission, wo wir 500 Hüllen töten müssen, um 50 V-Bucks zu bekommen. Sowas in der Art wird dann praktisch etwas eingeschränkt für die Free-to-Play-User. Aber deswegen wäre ich auch Epic Games nicht böse, weil Epic Games finanziert sich das, also das ganze Team komplett und den Spielaufbau und die Updates etc. finanziert sich durch die V-Bucks, die wir Spieler kaufen, und meiner Meinung nach wäre das dann ein richtiger Verlust für Epic Games, wenn das Spiel Free-to-Play rauskommt, dass man dann diese V-Bucks noch so verdienen kann, dann würde jeder nur noch Rette die Welt spielen, sich da V-Bucks erfarmen und dann auch gar kein Ingame, also ich sag mal, diese Ingame-Währung mit echtem Geld kaufen. Also ich denke mal, dann wäre diese Frage für dieses Video auch geklärt, Freunde. Ihr braucht euch wirklich keine Sorgen machen, wenn Epic Games wirklich vorhaben würde, Steinwald nur komplett free für uns machen zu wollen, damit wir praktisch ins Spiel reinschnüffeln zu können, hätten die das schon längst angekündigt. Dann gibt es noch dieses Problem, dass viele das bemängeln, dass das Spiel überhaupt Free-to-Play wird. Es gibt viele Leute, die das Spiel schon vorher gekauft haben, so wie ich zum Beispiel. Ihr müsst wissen, Freunde, Fortnite, Rette die Welt ist Early Access und das bedeutet, man kann das Spiel praktisch kaufen, um es früher zu spielen. Und ja, da regen sich jetzt die meisten Leute auf, ob sie dafür eine Entschädigung bekommen und so weiter. Aber Freunde, ich bin ganz ehrlich, man bezahlt dafür, das Spiel früher spielen zu können, und da regen sich nun Leute auf, wofür ich da gar kein Verständnis mehr habe. Deswegen, Freunde, denke ich mal, dass wenn Rette die Welt kostenlos sein wird, es kleine Einschränkungen geben wird, aber man kann Rette die Welt trotzdem als Free-to-Play komplett spielen. Das heißt, jede Mission ist verfügbar, die Aufträge, die ihr auch mit V-Bucks verdienen könnt, werden auch verfügbar sein, jedoch nicht so enorm wie bei der käuflichen Version, denke ich mal, oder für die Leute, die das Deluxe- oder Ultimate-Paket haben, werden da wahrscheinlich
nochmal zusätzliche Sachen hinzugefügt. Aber wollen wir mal nicht übertreiben, wir warten einfach mal ab. Wie gesagt, Epic Games hat uns versprochen, dass es im Jahr 2018 kostenlos sein wird. Und ja, ich denke mal, damit wäre alles geklärt mit dem Kapitel, ob Rette die Welt kostenlos wird oder nicht, beziehungsweise die Frage, ob nur Steinwald kostenlos wird oder nicht. So, Freunde, dann sind wir jetzt nun auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese paar Informationen. Wie gesagt, das Gewinnspiel geht ab jetzt los, Freunde. Denkt daran, ihr könnt diesen Rette die Welt Code inklusive 1000 V-Bucks gewinnen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Schaut doch am besten mal auf unseren Discord-Server der Wiz Army vorbei, denn dort, wenn ihr Fragen habt oder traden wollt, könnt ihr da die gerne stellen. Und bevor ich es vergesse zu erwähnen, das Gewinnspiel geht bis zu 2500 Abonnenten. Also wenn mein Kanal 2500 Abonnenten erreicht, wird dieses Gewinnspiel für euch aufgelöst, Freunde. So, und das Video beenden darf der XZJJJIDRRCION. Piu, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mit dem Kommentar, hi Whiskey, war bei deinem Livestream dabei und war echt cool, erinnerst du dich? Deine Videos wirken echt professionell, als wärst du ein 100k-YouTuber. Mach weiter so, gefällt mir, Hashtag WizArmy. Vielen lieben Dank für deinen coolen Kommentar, auf jeden Fall feiere ich deinen Namen. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch einen Kommentar, wenn euch das Video gefällt. Denkt dran, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und lasst ein Däumchen nach oben da, denn Support ist kein Mord. Bis zum nächsten Mal, euer Whiskey verabschiedet sich.